Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wenn ihr diese Folge seht, dann war der Test wahrscheinlich so abgelaufen, ist der Test wahrscheinlich so abgelaufen, dass ihr euch eine Serie gewünscht habt, denn sonst würdet ihr höchstwahrscheinlich diese Folge so schnell zumindest erstmal gar nicht sehen. Also, das ist nur ein Test. Pray, es geht weiter. Nö, Moment, wir sind nicht mehr in der Serie. Das ist nur ein Test. Ihr habt das jetzt angehoben zu einer richtigen Serie. Und da gucken wir uns jetzt um. Dachte ich zumindest. Apfel. Ah, Apfel erkenne ich. Hey. Hey, geht weiter. Okay, wir gewöhnen uns das mal ab. Endlich lesen das Bewusstseinsfeld. Auszug aus Bewusstseinsfeld, Kapitel 1 von Dr. Dayo Igwe. Die Rezeption der Bewusstseinsforschung hat, wie alle revolutionären Forschungsansätze innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft, eine vorhersagbare Entwicklung vollzogen. Erstens wurde sie von Skeptikern verlacht, da sie den bisherigen Erkenntnissen und Gesetzmäßigkeiten der Wissenschaft widerspricht. Zweitens mussten die Skeptiker zugeben, dass an ihr etwas Wahres dran sein könnte, doch sie die Beweislage mager. Doch sei die Beweislage mager. Drittens wurden führende Forscher, noch viel wichtiger, die Öffentlichkeit, auf sie aufmerksam. Schließlich behaupteten eben dieselben Skeptiker, die sie einst verlachten, es sei ihre eigene Idee gewesen. So, so. Dieses Symbol. Okay, wir können da was vielleicht draufwerfen. Ach so, Moment mal. Ja, wir machen alles kaputt immer noch. Reparieren, geh! Reparatur 1 brauchen wir, Tutorial. Ah, ja, reparieren. Viele Objekte auf der Talos 1 können repariert werden, vorausgesetzt du hast die Reparieren-Fähigkeit und genügend Ersatzteile. Um ein Objekt zu reparieren, halte G gedrückt, bis die Reparatur abgeschlossen ist. Bis die Tastatur kaputt ist. Ja, das ist nur ein Stein. Moment, Mimik. Ah, ich verstehe. Das Phantom, wir sollten in Bewegung bleiben. Da ist nichts. Also da. Ich dachte, hier wäre wieder ein... Hey! Hey! Immer mit der Ruhe. Wow. Da geht's uns aber nicht sehr gut jetzt. Ach doch, das ist... Doch, es geht wieder. Die greifen also nur von vorne an. Habe ich das richtig verstanden jetzt? Was heißt nur... Eine Machete wäre schön. Ja, ich kann das nicht reparieren. Hier, geht nicht. Haben wir noch nicht. Ist rot. Steuerapfel? Nein, Steuerpfanne. Aha, Käfige. Hier habt ihr die eingesperrt. Ja, kein Wunder, dass die sauer sind. Ah ja, nee. Oder doch? Nee. Nichts drin hier. Oh. Hey, er hat eine Bombe oder was? Ach so, Anzugreparatur. Nein, jetzt ehrlich? Naja, eine Machete wäre mir auch lieb gewesen, aber... Tragen. Ach, wir haben jetzt das Tutorial, die Glue-Kanone. Haha, die Transtar-Glue-Kanone. Gelschaum. Gelschaum. Laminierungsorganismus Obstruktor. Setzt Ziele außer Gefecht und oder macht sie bewegungsunfähig, ohne ihnen zu schaden. Aha. Glue kann Feuer löschen und vorübergehend elektrische Ladungen deaktivieren. Sobald Glue ausgehärtet ist, kannst du außerdem draufklettern. So, so. Drücke 1, um die Kanone abzufeuern und halte 1, um einen durchgängigen Strahl abzufeuern. Schön. Wie lange geht das Ding gut? Wie viel Power hat? Ach so, da steht 42 von 204. Ja, wir testen das jetzt nicht.
Och. Moment, wir haben da etwas erfahren letztens. Wir haben doch irgendwann letztens. Da haben wir doch was gelesen. Warum tragen wir das überhaupt? Da haben wir doch was gelesen. Ach, das ist das. Der hat hier schon rumgeschossen. Da können wir jetzt raufklettern. Sind das unsere Fußspuren? Ja, wahrscheinlich. Wir haben uns ja auch nicht die Füße abgetreten. Aha. Ja, nein, es sind nicht unsere Fußspuren. Na gut. Es sind seine wahrscheinlich hier. Wo ist denn der hergekommen? Aha, von hier irgendwie. Lampe kaputt. Ja, was haben wir? Was habe ich gesagt? Wir haben gelesen. Irgendwie, oh. Merkwürdig. Dass wir sind gar nicht auf der Erde, wie wir anfangs dachten. Ach was, ja, sind wir nicht. Da sind wir hier schon auf der Raumstation, wo wir hin sollten. Und wir sind der Wissenschaftler, der sich da freiwillig gemeldet hat, sein Gedächtnis irgendwie zu löschen oder so etwas. Jetzt müssen wir darüber gluten oder was? Geht gar nicht. Das Ding ist kaputt. Ach so. Ja. Ich wollte mich verstecken. Ging nicht. Morgan, da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Ja, warum? Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Das Ding schießt. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal. Nein. Alles wird sich ändern. Neues Ziel. Nimm die Neuromod. Neuromod-Abteilung. Ja, gut. Ja, die ist ja toll, die Waffe da, aber die schießt viel zu langsam, finde ich. Wen haben wir denn hier? Natascha Nikova. Warum müssen wir die ein bisschen ordentlicher hier hinlegen, ja? Ich wollte gucken, wie die von vorne aussieht, aber sieht man nicht. Na gut. Oh. Es wäre mir ganz lieb, wenn wir hier mal jemanden treffen würden. Neuromod. Ach, da drüben. Da müssen wir hin. 31 Meter. Ja, und da ist irgend so ein Ding reingerannt. Moment mal. Ach so, Security. Wenn wir da durchgehen, dann geht der Alarm an. Vielleicht. Sollen wir das Ding jetzt erstmal suchen? Ach, wo? Tick. Nee, das ist ein Geblubber diesmal. Phantom? Nein, ach, das ist Wasser. Hey. Hey. Oh, Vorsicht. Ah! Ah! Zwei gleich. Vorsicht, drei. Vitalwerte kritisch. Vorsicht. Wir sind tot. Wir haben aber noch ein bisschen Schutzschild. Keine Lebenszeichen. Wenn du nahrhafte Lebensmittel von Transstar Kitchens zu dir nimmst, bist du wohlgenährt, sodass sich deine Gesundheit langsam regeneriert und deine Ausdauer sich schneller wiederherstellt. Okay. Letzten Spielstandladen, oder? Vorherigen Spielstandladen, wo ist denn der Unterschied? Ja, so kann man also auch sterben. Nö, wir haben doch da oben abgespeichert, dachte ich.
Also die Waffe benutzen wir lieber, um irgendwie weiter irgendwo raufzukommen. Oh, Wasser. Ach so, da hätten wir das auch umgehen können. Sowas ist das. Ich verstehe. Und wie komme ich hier wieder raus? Nie wieder. Ah, doch, mit X können wir uns bücken. Ja, das finde ich ganz gut. Und werfen war linke Maustaste, ja. So viele, das waren so viele, waren das nicht vorher? Sind wir versteckt? Morgan, da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Gefährliche Ecke? Nein, ja doch. Ah ja. Och. Warum habt ihr so komische Waffen? Ach, guck. Das geht ja doch. Oh. Na gut. Die Ecke ist unser Freund, hoffentlich. Na, das ist ja klar. Da war noch so ein Ding. Das ist hier vorbeigekrabbelt. Oh nein. Hey, wo ist das hin? Das ist das nicht. Das ist das, okay. Ja, da steht aber, es wird gespeichert. Was? Ach so, trinken. Moment mal. Geht nicht. Was ist das? Neuromod? Aber was bewirkt das? Neuromods und Fähigkeiten. Die Neuromod ist eine revolutionäre Transstar-Entwicklung, die es dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erlernen. Drücke N,
um dein Transcribe zu öffnen und gehe anschließend zum Neuromods-Bereich. Oha. Neuromods-Wissenschaftler, Techniker, Sicherheit. Wissenschaftler. Nutze dein Wissen in den Bereichen der Wissenschaft, Medizin und im Umgang mit spezieller Laborausrüstung zu deinem Vorteil. Ja, können wir ja nichts machen, oder? Techniker. Lerne deine Ausrüstung zu modifizieren, zu reparieren und die meisten Probleme schlagartig mit der Rohrzange zu lösen. Okay, wir werden also keine andere Waffe außer diese Rohrzange haben. Naja, warum sollte hier auf so einer Raumstation auch eine Machete irgendwo rumliegen? Ergibt ja keinen Sinn. Sicherheit. Sicherheit. Verbessere deine körperlichen Fähigkeiten, den Umgang mit Waffen und dein taktisches Denken. Können wir doch nichts nehmen hier. Oh, Konditionsschub. Erforderliche Neuromods. 1. Erhöht deine Gesundheit auf 115 und deine Ausdauer auf 105. Du rennst, schleichst, kletterst und sprintest 5% schneller. Das gefällt mir. Ach so. Ja, okay. Mediziner 1. Erforderliche Neuromods 1. Wie viel haben wir? Neuromods 1 haben wir. Oh nein. Hacker. Erforderliche Neuromods. Okay. Techniker. Hebelkraft. Erforderliche Neuromods 1. Du kannst schwere Objekte problemlos anheben und Objekte weiterwerfen. Geworfene Objekte fügen Gegnern Schaden zu. Na wunderbar. Reparatur 1. Erforderliche Neuromods 1. Du benutzt Ersatzteile, um defekte Gravlifts, Fabrikatoren und Recycler zu reparieren. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Gesundheit wäre auch nicht schlecht. Und Sicherheit, da können wir das hier auswählen. Ja, das haben wir uns ja angeguckt. Wir rennen schneller und sind... Ja, das wäre auch gut. Entscheidungen über Entscheidungen. Wie wär's, Hacker? Ich wäre dafür, dass wir Techniker nehmen. Hebelkraft nein, aber Reparatur. Erwerben? Achso, Eingabe drücken. Okay. Ja, warum? Sag ich sofort. Was? Nein! Haben wir uns das jetzt echt in die Nase gesteckt? Ich wusste, Sie würden das auswählen. Also, bringen wir Sie in die Hauptlobby. Apfel. Aha. Warum wusste sie, dass wir das auswählen wollen? Kennt ihr uns? Nein, wir haben keine Ersatzteile. Was brauchen wir denn dafür? 6 Ersatzteile. Und nu? Also Rätselraten unter diesen Bedingungen finde ich ein bisschen schwierig. Ja, doch ein bisschen anstrengend das. Warum wusste sie, dass wir das auswählen werden? Klettern? Ja, wenn die mit solchen Dingen hier rum experimentieren, warum haben die dann so gruselige Wände und Bilder hier? Ach so. Vorherigen Spielstand laden, versuchen wir mal. Ach so.
Und Neuromod-Abteilung. War das jetzt von gerade? Einfach den letzten Spielstand. Wir haben doch gerade schnell gespeichert. Ja, und dann kamen die von irgendwoher. Da sind sie von irgendwoher gekommen, wollte ich sagen. So. Hier wahrscheinlich, ja. Aha. Na, dann geht's ja. Ach, Saugroboter, cool. Ja, liebe Welt da draußen, wir sind am Ende der Folge. In der nächsten Folge geht es eventuell weiter. Nein, da geht's mit Sicherheit dann weiter. Ich bedanke mich für euer Zusehen und für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.